Hallihallo und herzlich willkommen wieder hier bei Prison Architect Just for Fun. Inzwischen hat es ein Update auf die Version Alpha 9 gegeben. Und damit werden wir uns dann heute mal ein wenig beschäftigen, denn ja, es gibt wohl einige Neuerungen. Ich habe mir das alles selber noch nicht angeguckt. Oh, sieht anders. Sieht das anders aus? Ja, ne? Es hat wohl einige Änderungen gegeben. Oh ja, die Icons sind tatsächlich verändert. Zum Beispiel hier gibt es jetzt scheinbar Riot Guards, funktioniert immer noch nicht. Prison Labor, genau, das brauchen wir. Allows you to put your prisoners to work around. Moment, das sieht ganz anders aus. Egal. To work around your prison, cooking, cleaning, etc. Saving you on staff wages, earning you money and teaching your prisoners new skills at the same time. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Der Workshop ist jetzt ausgeschaltet, genau wie die Laundry. Es gibt Visitation Rooms, es gibt Cleaning Cupboards. Also wir müssen eigentlich unser Gefängnis, was habe ich jetzt gemacht, umstrukturieren bzw. neue Räume einfügen. Ich denke mal, das ist machbar, in die Struktur unseres Gefängnisses das einzufügen. Und zwar würde ich eben als allererstes gerne hier das da machen. Wenn wir das haben, können wir nämlich besser Geld verdienen. Deswegen habe ich mir jetzt für heute kein Geld geholt, im Prinzip. Deswegen müssen wir das jetzt erstmal schauen, wie sich das entwickelt hier. Der Drain ist damaged. Doch, hat sich ein bisschen was verändert. Wir können denen dann nämlich auch hier die Küche zugänglich machen. Die Staff Door sieht auch anders aus. Cool. Und dann können die quasi für uns kochen. Ich würde das Ganze nur gerne so variieren, dass wir... Ach, einen Augenblick, genau, wir müssen noch was anderes machen. Ja, das müssen wir hier oben reinmachen, wenn wir Geld haben für die zweite Küche. Ich würde sagen, dann machen wir das hier zu so einer, ja, Gefangenenküche, sage ich mal. Und das hier machen wir dann zur Kochküche oder andersrum. Andersrum wäre wahrscheinlich noch besser, ne? Ja, wie auch immer. Müssen wir schauen. Nur das Ganze wird halt jetzt ziemlich interessant. Wir brauchen nämlich eben jetzt auch einen Visitation Room und den würde ich schon gerne irgendwo hier vorne eigentlich haben. Man könnte sich jetzt überlegen, ob wir eine Holding Cell wegmachen. Allerdings brauchen wir dafür neue Zellen, weil wir kriegen keine 5 Leute in die Zellen rein, so. Ah, hier ist schon wieder was kaputt. Im Moment kein Geld, das alles zu ersetzen. Das ist ein bisschen doof, natürlich. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie sich das jetzt mit der Alpha 9 entwickelt, weil das Geldverdienen jetzt eben ganz anders funktioniert. Was ist das hier für ein Balken? Ist der Absicht? Keine Ahnung. Emergencies ist das gleiche geblieben. Ja, eben hier, die können wir Jobs zuweisen und da gibt es ja... verschiedenste Sachen. Ich finde die Icons irgendwie lustig. Cleaning Cupboard brauchen wir auch scheinbar. Ich weiß aber nicht gerade wofür. Ey, das raucht jetzt. Ach ja, hier hat sich übrigens insofern was geändert, dass wir diesen Koch jetzt nicht mehr bezahlen müssen. Das können wir uns mal eben anschauen. Wir haben 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 Stuff. Und in unseren Finanzen bezahlen wir nur noch 900, weil einer davon ja tot ist. Ne, das ist schon mal sehr gut. Dieser Bug wurde nämlich gefixt. Es wurden wohl auch noch andere Bugs gefixt, welche genau, weiß ich nicht. Nicht mehr. Aber ich muss sagen, ist schon auf jeden Fall eine coole Sache. So, ja, da müssen wir jetzt noch eben warten. Die Dinger müssten jetzt auch demnächst gestackt werden, damit unsere Deliveries hier nicht überlaufen. Meine ich gelesen zu haben. Also hier die elektrischen Kabel und die Rohre. Ja, irgendwo müssen wir ein Storage reinmachen auf jeden Fall. Damit die Köche auch schneller an ihren Zutaten kommen. One family is waiting to visit. Ja, das ist richtig. Prison Labor ist jetzt demnächst aktiv. Einen Augenblick, was jetzt gerade... Ich hoffe, das hat jetzt die Aufnahme irgendwie nicht beeinträchtigt, aber mein Computer will sich jetzt irgendwie neu starten. Soll er aber mal lassen, bitte. So, jetzt haben wir das erforscht. Jetzt können wir gerade mal schauen. Ich würde vorschlagen, dass wir diese Tür ersetzen. Fürs Erste.
Und dass wir dann noch... Ja, haben wir jetzt gar kein Geld für, ne? Laundry Machine, Workshop Saw, Workshop Press, Visitor Table, Laundry Basket. Cool. Also auch neue Items. Ja, hier müssen wir eine Tür reinmachen. Haben wir kein Geld für. Und für einen Metal Detector haben wir erst recht kein Geld. Gut, müssen wir noch warten. Den würde ich dann nämlich gerne noch hier vorsetzen. Aber dann können wir schon mal, wenn die das hier ausgebaut haben. Worker? Worker, bitte kommen. Danke, da oben kommen zwei. Warum denn zwei? Gut, die haben alle nichts. Können jetzt zwei Worker an einer Sache arbeiten? Nein, der müllt Räume weg, genau. Deployment, Jobs. Max Jobs 4. Okay, dann würde ich sagen, bringen wir mal zwei Gefangene an die Arbeit. Ups. Dann können hier jetzt auch zwei Gefangene mithelfen, weil die jetzt Zugang auch dazu haben. Jetzt müssen wir gerade mal hier reinschauen. Wir können nämlich jetzt, das ist es nämlich jetzt, was, genau das, ach, Moment. Erstmal auf die Kette kriegen, weil ich alles gelesen habe. Ich spiele das jetzt auch zum ersten Mal in der Alpha. Alpha 9 meine ich. Ich würde sagen, wir machen vorher zwei Stunden Arbeiten. Ersetzen Shower komplett durch Free Time, oder? Ja, ich würde sagen, die duschen morgens noch zwei Stunden. Müssen wir mal gucken, dass wir das noch ein bisschen ausgleichen hier. Nur dieses Work ist jetzt dafür da, um eben diese Leute hier arbeiten zu lassen. Da, wo ich es gerade zugewiesen habe. Das Spannende dabei ist, aber das Wichtige dabei ist, dass eben die Leute, die keine Work-Dingens zugewiesen bekommen haben, dass die das als Freetime betrachten. Deswegen ist das nicht so dramatisch. So können wir eventuell hier unser Essen mal ein bisschen vermehren. Deshalb würde ich dann sagen, wenn wir Geld haben, müssen wir dann hier nochmal einiges umstrukturieren. Fragt sich, was wir zuerst machen. Ich würde sagen, wir bauen hier einen Raum hin. Ah, der Raum ist aber eigentlich zu groß. Ich glaube, ich muss da mal gerade mit dem Planing-Tool hier rumwerkeln. Sei drei. 3x3 muss der Raum nur groß sein. Gibt es noch andere Räume hier? Visitation Room, Indoors, Laundry, Laundry Machine. Die sollten ja schön was größer sein eigentlich, ne? Ja, der Workshop muss auch 5x5. Dann können wir das eine zum Storage Room machen, würde ich sagen. Also machen wir hier... Genau, und das weg. Dann können wir nämlich hier schön so ein Putzding reinbauen. Hier, Cleaning Cupboard. Und, da können wir nämlich auch Gefangene den Jobs zuweisen. Damit die auch unser Gefängnis putzen hier. Und unsere Janitors unterstützen. Und sowas. Und das andere machen wir dann als Storage, um da Lebensmittel zu lagern oder anderes Zeug. Die essen gerade und wir haben aber diesmal 73%, das ist schon mal nicht schlecht. Also die gerade meckert keiner groß rum. Blöd ist immer noch das hier. Genau, da wurde ich noch drauf hingewiesen. Ich könnte doch die Zellen hier so alle 8 Zellen oder sowas irgendwie hier trennen. Also auch nochmal eine Wand und eine Tür reinbauen. Die Idee finde ich eigentlich sehr gut, weil wenn das funktioniert, dann kann man hier im Deployment die Wachen spezifischer den einzelnen kleinen Blöcken zuweisen, weil so habe ich halt immer noch ein Problem. Und deswegen würde ich das gerne umsetzen, sobald wir Geld haben. Allerdings glaube ich, dass wir uns zuerst um noch eine Zelle oder so kümmern sollten, eventuell die hier. Oder hier oben, ja, obwohl hier oben noch nicht. Eigentlich mal hier anschließen. Lass mal eben zählen, wie viel haben wir hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ja, ist gut durch 11 teilbar, wow. Durch 11 und durch 2. Ja, das heißt, man kann so 4er-Blöcke machen, aber das ist mir zu wenig eigentlich. Das ist mir zu wenig eigentlich, ja. Da müssen wir 8er nehmen und dann hier hinten was Kleineres. Ja, ein 6er wäre das dann, ne? Wir können auch 8, 6, 8 nehmen, das wäre dann noch ansatzweise symmetrisch. Mal schauen, mal schauen. So, die sind jetzt erstmal fertig mit Essen und gehen jetzt schlafen.
Eine weitere Sache, die sich wohl geändert hat, ist, bevor die jetzt duschen gehen, gehen die sich jetzt erstmal in der Zelle umziehen und kriegen jetzt auch neue Uniformen und sowas. Deswegen brauchen wir eine Laundry, um da Clothing, seht ihr das gerade? Das hängt damit zusammen, wie sauber die Kleidung von denen ist. Ja, das bedeutet, einfach, dass die nach einer Zeit immer noch eine frische Kleidungslieferung quasi brauchen. Und, ja, deswegen brauchen wir eine Laundry. Die würde ich dann auch hier oben irgendwo reinpacken wollen. So. Prisoner Grant. Da geht schon einiges für Repair noch drauf. Okay. Dann würde ich vorschlagen, wir bauen als allererstes mal, einfach weil es unschön ist, hier die Wände zu. So, das als erstes. Dann, ja. Ich weiß nicht. Würde ich vorschlagen, wir fangen hier mit dem Raum an. Unsere Worker müssen dann halt außen rumlaufen. Ist jetzt auch nicht dramatisch. Ja, das hier oben könnte man wahrscheinlich auch noch etwas besser machen. Aber das soll mir jetzt fürs Erste egal sein. Okay. Requires Entrance. Ja, kann ich denn nicht einfach hier eine... Da mache ich einfach eine Door rein, ne? Ah, diese Metalldetektoren, die werden teuer. Ich würde nämlich gerne hier und da einen haben wollen. Okay, dann müssen wir erstmal gucken, dass wir am besten an Geld kommen noch. Also einen kleinen Workshop. Ja, dann würde ich sagen, hier, und eventuell setzen wir das hier auch durch funktionelle Räume und machen hier noch einen Durchgang rein. Das Ganze sähe dann wie folgt aus. Verdammt, ich habe den Room hier verkackt. Machen wir mal. Müssen wir... Komm her. Müssen wir so machen. Genau. So, dann müssen wir hier mal gucken. Da müsste auch ein Zweierdurchgang hin, ne? Der Symmetrie halber. Heißt 2, 4, 2, 4, 6, 6, 8. Ach, ne, Moment, das stimmt aber nicht. Symmetrie halber müssen wir ja hier anfangen. Und dann 1, 2, 1, 2. Hier. Die beiden noch weg. Genau so. Dann können wir das hier durch funktionelle Räume ersetzen. Ich würde sagen, dann bauen wir direkt so einen großen Workshop hier hin, oder? Dann machen wir die Laundry woanders hin und hier machen wir dann... Wo machen wir hier die Laundry hin? Mal schauen. Okay, dann würde ich vorschlagen, ich mache das hier noch weg hier und dann haben wir auch schon kein Geld mehr wieder. Fast. Und auch eine Door. Und dann brauchen wir dringendst, ja, wirklich Geld, um den Workshop ans Laufen zu kriegen. Wobei unser Cashflow von 2300 ist ja jetzt schon mal nicht so schlecht. So, der hier oben, okay. Schmeiß den mal noch, oder den, mal noch hier rein. Genau. Damit die zwei sich hier dann, ja, aufhalten und wir hier nicht hier unten vier haben, die sich kloppen könnten. Ja, ich weiß sinnig, aber naja, was soll's. Cleaning Cupboard. Deployment. Jobs. Können wir dem nicht das nicht zuweisen? Ist mir jetzt aber unverständlich, das ist lediglich eine Door. Ich dachte, den Cleaning Cupboard könnte man auch Leute zuweisen. Wofür ist denn dann da? Move Bleach to Cleaning Cupboard. Bleiche, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dass es mit dem Essen klappt, damit die sich benehmen. Ich bin ganz froh, dass wir bisher nur Low Security hier drin haben, weil, ach, da kuhuhu. Schön. Ich glaube, das könnte gefährlich werden.
Das könnte tatsächlich gefährlich werden. Ich würde vorschlagen, da wir noch 10 Kabel haben, ziehen wir Kabel hier rauf und hier rein. Dann machen wir das schon mal nicht bezahlen. Ja, haben wir 10 mal Bleiche. Puh, was soll's. Jobs können wir trotzdem nicht zuweisen. Das ist schade. Oder hängt das hier mit den Zellen zusammen? Das ist natürlich dann kacke. Es sieht tatsächlich so aus, als würde er... Nee, tut er nicht. Tatsächlich können wir nur da Jobs zuweisen. Schade. Das muss ich nochmal nachlesen, ob ich da jetzt irgendwas verkackt habe oder so. Und ob ich mich da vertan habe. Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht so genau. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie sich das Ganze hier mit unseren Gefangenen entwickeln wird, die kochen sollen. Ich muss leider einen Guard hier rein machen, glaube ich, damit die sich davon nichts klauen. Ist schon eine gefährliche Angelegenheit, glaube ich. Ach, guck mal an, da haben sie sich alle umgezogen. Und gehen duschen. Ey, ich will duschen. Ja, dann dusch doch, Vollidiot. Ich muss duschen. Geh duschen. Okay. Was geht denn hier wieder ab? Ja, das ist eine schöne Sache. Brauchen wir jetzt wohl auch immer einen Guard hier oben. 77% damaged. Cool. Das freut mich aber. Vollidioten. Gut, ja, der hier oben muss auf die Bleiche aufpassen. Die sind auch immer noch nicht hier im Bauen. Wie viele von den Workern haben wir denn? Ach, da oben fehlen jetzt... Kein Guard ist gerade verfügbar, deswegen. Das ist natürlich doof. Dann müsste ich... Ach, verdammt. Hier einen Guard wegnehmen. Wobei die jetzt wahrscheinlich die ganzen Leute in Lockdown stecken müssen, ne? Ach, ich kann, glaube ich, ja auch. Was habe ich jetzt gemacht? So. Die Türen von selbst aufmachen. So, das geht ja natürlich auch. Okay, der Guard macht das schon. Das ist schön. Work! So, dann bring mal hier Leute zum Arbeiten, please. Ne, hier will keiner arbeiten. Einer arbeiten? Hallo? Entweder das funktioniert nicht und ich habe auch hier irgendwas nicht verstanden. Ich habe aber doch jetzt im Deployment. Oder habe ich da hier Stuff Only zugewiesen? Jetzt funktioniert's. Genau. Wenn ich dann natürlich Stuff Only zuweise, funktioniert's nicht. Das macht Sinn. Tatsache, der fängt jetzt an zu kochen. Das ist eine coole Geschichte. Halt! Der hat Zeug. Das war das, was ich vermutet habe, dass da jetzt einfach Leute reinlatschen und da, Dingens holen. 1, 2, 3.
Gut, dass wir da oben ein allgemeines Ding haben. Leute, das ist eine Stuff Door. Alter. Okay, das funktioniert überhaupt nicht so, wie es soll. Würde ich sagen, komm her. Dieses Stuff Door muss ebenfalls ausgebaut werden. Und durch eine normale Tür ersetzt. Und dann müssen wir hier und da jeweils Metalldetektoren platzieren. Okay. Ach, Mann. Die sind doch echt zu dämlich.